Jetzt ist Zeit für Zuversicht, so das Credo der ÖVP Grieskirchen. Die fortschreitenden Impfungen zeigen Wirkung, daher sei es wichtig, mit Bedacht wieder zur Normalität zurückzukehren. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir sehr viele Impfwillige haben. Das heißt, das ist auch der Schlüssel zum Erfolg oder schlussendlich zur Normalisierung unseres Lebens. Ich bin ein alter Optimist und ich glaube, wir haben jetzt das geschafft mit über 50% Erstgeimpften. Was aber nicht heißt, dass nicht die Vorsicht immer noch dabei sein muss und wir müssen noch gut überlegen, was wir machen und wie wir es machen. Aber insgesamt, glaube ich, dürfen wir sehr optimistisch sein. Optimistisch in die Zukunft blicken kann auch Grieskirchens Wirtschaft. Von der Investitionsprämie des Bundes wurden im Haus Ruckviertel insgesamt 375 Millionen Euro abgerufen. Ein errechnetes Investitionsvolumen von rund 4 Milliarden Euro. Der Grieskirchener Wirtschaft geht es dankenswerterweise sehr, sehr gut. Und das ist ja eine Freude, die wir immer haben, dass wir im Ranking der Bezirke österreichweit immer zu den Top 3 oder Top 5 Bezirken gehören, was den Arbeitsmarkt betrifft und die Wirtschaft betrifft. Und das gilt auch jetzt. Die Arbeitslosigkeit im Bezirk Grieskirchen ist gegenüber dem Vorjahr um 50% gesunken. Auf 1.002 offene Stellen kommen aber nur 795 Arbeitssuchende. Dieses Wachstum, das wir eigentlich machen könnten, sind wir schon wieder blockiert mit dem Fachkräftemangel. Wir wissen aber auch, dass wir hier in dieser Region, in einer Region sind, die wirtschaftlich ganz, ganz starke ist, aber eine Herausforderung für die nächste Zeit. Durch den Rückgang der Ertragsanteile und geringeren Kommunalsteuern sind in der Corona-Pandemie auch Grieskirchens Gemeinden massiv unter finanziellen Druck geraten. Rund 13 Millionen Euro an Zuschüssen kamen deshalb von Land und Bund. Wir wissen, dass die Lebensqualität vor Ort ein notwendiges Maß ist, das wir erhalten müssen. Und daher war es notwendig, dass es Programme gegeben hat, die gerade in diesem Bereich unterstützend wirken, um grundsätzlich die Tätigkeit der Gemeinde auch in der Pandemiebekämpfung aufrechtzuerhalten und auf der anderen Seite Investitionen zu tätigen, die aufgrund der Maßnahmen und Notwendigkeiten auch durchgeführt werden müssen. Für Zukunftsprojekte und Klimaschutzmaßnahmen stehen den Grieskirchener Gemeinden knapp 6,8 Millionen Euro aus zusätzlichen Mitteln des Kommunalinvestitionspakets zur Verfügung. Hier geht es um Holzbauten und es geht auch um den regionalen Einkauf. Das heißt, wir versuchen, dass wir die öffentlichen Küchen in Oberösterreich auch auf diesen Einkauf umstellen. Das ist der erste wichtige Schritt Richtung Klimaschutz.